Ich sag's euch, bei diesen Random-Gruppen jedes Mal die gleiche Scheiße, kein Timer, kein gar nichts und dann stehst du da und hab keine Pre-Inker, das ist, wait, ich bin schon Vent hier, ne? Ich musste letztens, x-mal mein Covenant ändern, weil ich diese ganzen Anhänger gefarmt hab vom Torghast und da musste ich dann halt Kyriana sein oder Necrolord und so weiter, ne? Jetzt ziehen wir das mal raus. Warte mal, das ist das Schattentor. Ah, wir haben... Was haben wir denn eigentlich? Ich hab nicht geguckt, was wir für Affix haben, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ah, warte mal, ich kann kein Big Pull gleich machen, weil wir hier diesen Explore-Fix haben. Wo ist denn jetzt das andere? Das ziehen wir jetzt mal raus. Perfekt, erstmal die Spells in die Leiste ziehen. Oder kann ich? Oh, ich bin gerade im Überlegen. Kann ich oder kann ich nicht? Also, normalerweise bei Trash-Wochen ist der Heiler dispelled nicht, oder? Okay, jetzt hat er dispelled. Schon übelst am Finger ziehen hier gerade. Eigentlich bei Trash-Wochen will ich alle zusammenziehen, bloß ich bin echt am Überlegen, ob ich es machen soll. Weil wenn die alle gleichzeitig hochgehen, dann haben wir halt... Warte mal, das orientieren wir den mal. Hab schon meine komplette Heilung raus, weil der Heiler irgendwie... Weiß nicht, ist das... Spielt man das so, dass man die Stacks komplett hochstacken lässt und dann das Bild? Gut, du hast, glaube ich, 8 Sekunden Abklingzeit, ne? Mit unten... Also ich habe mir den Heiler vorher angeguckt, wir spielen ja einen 20er-Key. Der hat halt nicht mal einen 1000 M-Plus-Score. Und dementsprechend sieht das Gear auch aus. Okay, einfach für den Kollegen wollen müssen. Was meinen da? Ist es eine gute Idee, gleich alle zusammen zu pullen oder machen wir es auf zweimal? Weil, wie viele kleine sind denn das? Das sind ja quasi, ich glaube, 4 kleine, ne? Heißt, wenn ich alle zusammen pullen... What the fuck, was hat mich da gerade hinten gekickt? Bin ich in den Wirbelsturm drin gewesen? Das heißt, 8, 16 sind das dann theoretisch. 16 Buffs bringt uns auf jeden Fall um. Aber wenn wir die einzeln machen... Perfekt. Da ist der Hunter da jetzt einfach reingelaufen in den Mob? Jetzt pullt der Mobs ran. Ich hasse Leute. Lass doch den Tank pullen. Deswegen ist er auch gerippt, weil er da vorrennen musste. Ich glaube, also das wird nix. Sowas, der Heiler kriegt das nie und nimmer geheilt bei Medivh. Ich glaube, spätestens da ist absolute Feierabend. Ich hasse Random-Gruppen, wo Leute meinen, sie müssen Zeug reinpullen. Der Heiler ist absoluter Shit, heilt kaum was. Aber andere Leute müssen dann noch pullen. Ich muss eh schon gucken. Ich muss bei dem einen dicken Mob einfach eine Wall ziehen. Ich habe das die letzte Woche und wird ja nicht von den Effekten quasi beeinflusst, weil der ja ein Special-Effekt ist. Komm, jetzt ziehen wir die andere Wall hier. Was liebe ich schon immer. Aber ich hätte es wahrscheinlich eh einzeln gepullt, ne? Also ohne den Affix, klar, dann kannst du alle zusammenpullen, easy. Aber mit...
Ich kam jetzt mal selber noch kurz hoch. Kommen wir es hier hinten rein. Also hier gibt es so eine Taktik mit der Linie, aber das kriegt eigentlich so gut wie niemand hin. Also nicht mit der Random-Gruppe, sagen wir es mal so. Zumindest scheinen sie die Ads zu fokussen, das ist schon mal gut. Ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel der Kurator und ein paar andere Bosse mit Trash-Buff schwerer sind. Überall, wo so Ads spawnen, habe ich zumindest auf WoW Head gelesen, dass die dann anstelle mit dem Trash-Buff skalieren. Kann ich mir zwar irgendwo nicht vorstellen, ne? Weil es wäre ja irgendwie dumm, wenn sie das machen würden. Aber anscheinend sollte es so sein. So einen Artikel gelesen gehabt. Weiß nicht, ob das stimmt. Da habe ich natürlich hier leider nichts ready für. Das ist sehr schade, weil ich meine Inka vorher gezogen habe. Na, wenn es ausläuft, dann habe ich alles ready, ne? Ah, hätte ich das ready gehabt, dann hätte man einfach runterziehen können. Aber wir haben Schaden haben wir, da kannst du nichts sagen. Schaden sieht gut aus, tatsächlich. Jetzt habe ich halt meine Cooldowns ready. Hätte ich halt auch die Inka, aber lohnt sich das? Nee, es lohnt sich jetzt nicht mehr, die Inka reinzuhauen. Kann man eigentlich auf den Kurator durchziehen. Bin ich jetzt überrascht, ne? Der Schaden ist gut. Also für eine Random-Truppe, auf jeden Fall. Kannst du nichts sagen. Gut, ich habe jetzt halt auch wesentlich weniger Versa. Ich habe jetzt geschrieben, dass sie skippen sollen. Ich hoffe, das haben alle ganz verstanden, was ich will. Fuck it. Perfekt, einer ist schon mal tot. Jetzt kommt was haben sie da... Ach, die haben den Mob geaddet. Ich schreibe Skip. Ich komme jetzt halt nicht mehr hoch. Ich hasse solche Gruppen. Der Tank gibt halt vor, was du machst, ne? Und dann wird irgendwas wieder gepullt. Das kann ich mir nicht erzählen. Das sind wieder irgendwelche Leute. Es sind halt drei von einem Server. Ich vermute mal, die sind halt im Voice oder die Dings miteinander. Aber da muss ich halt trotzdem einfach irgendwas pullen. Sondern lass halt einfach den Tank pullen. Ich weiß halt nicht. Sowas kann man machen, wenn man mit dem Tank dann auch im Voice ist oder sich vorher abspricht, ne, was man macht, aber dann irgendwas einfach zu pullen. Vor allem, ich schreibe halt extra vorher noch, ne? Sofort nach Mediv, nachdem der Kurator gestorben ist, habe ich geschrieben, dass wir skippen. Was machen die? Pullen erstmal einen Mob ran. Haben wahrscheinlich einen Pott genommen, die Kollegen, oder? Grüß dich. Hier gut. Dann haben wir halt HT-Debuff. Ich bin immer so überlegen, ob sich beim Kurator so lohnt, ne? Weil der Kurator, der kann eigentlich nichts. Meiner Meinung nach. Komm, ich kick jetzt gleich mal den ersten. Ich hoffe mal, dass sich die irgendwie absprechen, wisst ihr? Deswegen habe ich gleich den ersten gekickt. Okay, ich werde dann den nächsten wieder kicken. Das können wir durchlassen, solange ich meine Inka am Start habe. Kick ich das mal? Normalerweise kickst du möglichst late, ne? Ich habe jetzt halbwegs früh gekickt. Einfach deswegen, dass sie gesehen haben, okay, ich kicke. Nicht, dass du halt zwei Leute hast, die gleichzeitig kicken. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Perfekt, da hatten wir jetzt keinen, der kickt. Okay, das müssen wir jetzt durchlassen. Kann ich jetzt gleich wieder kicken? Das mache ich jetzt mal. Da haben wir jetzt wahrscheinlich keinen, oder? Nee. Ah, nice, wir haben die Eisphase. Die finde ich persönlich relativ easy. Okay, den nächsten kann ich wieder.
Ah, fuck, haben wir jetzt noch einen Kick? Nice, wir haben noch einen Kick. Okay, soll ich da eine Volt ziehen? Nee, da können wir wahrscheinlich mit der Heilung gegenwirken. Wenn wir jetzt Luck haben, dann kriegen wir gar... Ah, fuck, wir haben beide gekickt. Dann kriegen wir jetzt gar keine von den Vögelphasen. Nein! Ich hab's verschrien, ich sag's euch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Heiler was gegenheilen kann. Eigentlich müsste der Druid hier halbwegs gut sein. Eigentlich, ne? Aber mal schauen. Komm, ich sorg mal den Wirbel hier für die Leute weg. Dann müssen die nicht moven. Ist immer das Tank relativ angenehm. Okay, das hat funktioniert. Ah, doch, hat der Heiler gut gemacht. Kicke ich gleich das. Und der, na gut, er hat kein Mana mehr. Also viel länger geht das jetzt hier nicht mehr. Ach, ich dachte, der Boss ist schon down hier. Das war jetzt eigentlich nicht schlecht. Für eine Random-Gruppe haben wir relativ guten Single-Target. Also da kannst du nichts sagen. Der Damage von den Vögeln wurde eh hart runtergeschraubt. Ah, ich habe anscheinend nicht alle Nerfs gelesen, ne? So wie es aussieht. So wie das aussieht. Shin sind schon relativ strong, ja. Genervt worden die Sachen. Zumindest scheint es so. Aber es ist halt auch kein Boss-Buff, ne? Also teilweise mit Boss-Buff, wo ich mit Leuten mit richtig Score da drin war, da sind die Leute einfach runtergerippt. Keine Chance. Und jetzt, wir haben eigentlich relativ lang für die Vögel gebraucht, tatsächlich. Und das war eigentlich komplett fein. Es ist keiner krass low gedroppt, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, um wie viel es genervt wurde, aber es muss schon um ein gutes Stück genervt worden sein. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts dazu adden, weil du brauchst halt echt nicht viel. Du brauchst eigentlich bloß die Nasra 7 Dudes. Und nicht mehr. Nicht davor stehen. Kannst du eigentlich den anderen Nasrazim-Dude auch noch mitnehmen? Er ist dann ganz da hinten, aber die Ratte willst du eigentlich nicht pullen, weil man eigentlich immer zu viel Trash hier kriegt. Weißt du, ich frage mich halt, der Hunter pullt Mobs, okay. Soweit, so gut, finde ich zwar nicht so optimal, aber den, na gut, den pullst du normalerweise. Aber, habt ihr gesehen, er hat den gepullt, warum macht er keinen Misdirect auf mich? Das verstehe ich halt nicht, wisst ihr? Also, klar, da konnte ich jetzt einfach spotten, alles kein Problem. Aber vorher, wo einfach durch den Mob durchgerannt ist, einfach Misdirect drauf, easy. Dann wäre es ja gar kein Stress, weißt du? Dann wird er halt nicht sterben, wenn er da irgendwo aggrot. Okay, also weiter kriege ich nicht in die Ecke rein. Na komm, ich ziehe jetzt gleich. Ist leider noch kein HT ready. Ich sorge jetzt mal hier ein paar von den Teilen. Warum habe ich jetzt kaum welche gekriegt? Hat die alle jetzt der Boss gefressen? Ah, dieser Kack-Wirbelsturm hat mich da halt rausgekickt, ne? Das ist halt zum Mäusemelken. Eigentlich wollte ich jetzt hier ordentlich Dinger sorgen. Ich weiß nicht, ob die anderen das gekriegt haben oder der Boss die gekriegt hat. Ich glaube, der Boss hat einige gesorgt. Ich sorg gleich wieder den Wirbelsturm. Zwei Stück habe ich. Drei. Eigentlich will ich halt viele Stacks haben, wenn ich die Inka ziehe. Dann haue ich ordentlich Schaden raus und heil mich halt gut gegen, wisst ihr? Und nicht, wenn ich... Aber ich glaube, die anderen haben hier auch gut reingesorgt, ne? Tatsächlich... Oh, warum habe ich denn kein Geso? Habe ich nicht am Anfang Geso mitgenommen?
Anscheinend nicht. Ich hoffe, der packt sein Pad weg. Weil, hier addest du halt relativ easy mal was rein, was du sonst eigentlich nicht haben willst. Was macht denn eigentlich diese Kugel? Achso, das macht auch das gleiche, was bei dem Boss ist, okay. Ich habe jetzt mal geschrieben, dass ich die zurückpulle, ne? Ich hoffe, die bleiben jetzt hier stehen. Weil hier fliegt eigentlich immer wer runter sonst. Und wenn du die einfach in Gang ziehst, ist es so viel entspannter. Okay. Oh, was hat der mir denn gerade reingehauen? Okay, da will ich eigentlich raus. Aus der Grütze. Komm, das sorge ich weg. Ich hab Inka an. Hab keinen Bock auf den Scheiß. Ja, wahrscheinlich war jetzt Inka hier ein bisschen wasted, wenn wir ehrlich sind. Okay, das hat gescheppert. Den einen können wir skippen. Und dann... ...10% bringt, glaube ich, das Endevent. Heißt, wir können den jetzt wieder skippen. Ich habe jetzt geschrieben, dass wir den wieder skippen. Ich hoffe, das kriegen alle gleich hin. Wenn sie keinen Pot haben, können wir theoretisch dann retzen. Wir haben ja einen Mars-Retz dann hinten. Da wollen wir uns nicht treffen lassen. Wahrscheinlich machen sie einen Death Run, oder? Da wird wahrscheinlich keiner von denen einen Pot aufgehoben haben. Kannst du schlecht retzen. Weil hier die ganze Zeit das Zeug runter... Du kannst, glaube ich, runtergehen und unten retzen. Ich weiß jetzt nicht, ob die keinen Pot haben oder... Doch, der eine scheint einen Pot zu haben. Der eine ist dead. Okay, was haben wir denn? Eine Viertelstunde. Ich glaube, der müsste 10% bringen, ja. Das hier. Als Melee am besten nicht an den Boss ran, weil der hittet immer den nächsten, der noch da ist. Und das kann dann ätzend werden. Oh, ich hasse diese so Kronleuchter oder so eine Scheiße, ne? Dann immer ins Bild reinkommen. Muss immer so ein bisschen neben dem Boss stehen, dass er quasi... Ah, super, da ist schon einer tot. Hier kannst du halt blöderweise nicht Battle Ratsen. Das ist echt scheiße. Weil dieses Schachbrett so komisch schräg ist und dann buggt das komplett rum. Also ich habe schon X... Oder vielleicht haben sie... Na, das werden sie wahrscheinlich nicht gefixt haben. Mal gucken. Nee, geht nicht. Das ist so dumm. Selbst wenn du auf der Person draufstehst, kannst du nicht retzen. Also ich habe das schon ein paar Mal getestet. Geht leider nicht. Kann ich gleich wieder reinkleven hier. Dann haben wir Inke ready. Oh, das ist nicht gut. Na komm, spring zusammen hier. Wir kleven. Ist halt ein bisschen bitter, dass wir ein DD verloren haben.
Oh, fuck it. Das war, glaube ich, gut, dass ich jetzt hier eine Wall und ein Ding gezogen habe, ne? Da bin ich nicht mehr rechtzeitig rausgekommen. Aber dafür haben wir ja... was sind FCDs? Muss blöderweise halt hier stehen, dass die, nicht die anderen gehittet werden, ne? Bin natürlich ein bisschen blöd hinten in der Ecke drin. Oh boy. Schon wieder alles voll. Aber der Druid ist ordentlich am Catweaven, ne? Das bringt schon auch einiges. Ein bisschen Schaden macht er. Das Problem ist, der Worry kommt jetzt halt nicht mehr durch, ne? Der hat jetzt wahrscheinlich keinen Pot mehr ready. Warte mal, hat er ihn jetzt doch geretzt? Nee, das war nicht kein Retz. Sah jetzt gerade so aus, ob ein Retz durchging. Fuck. Das Einzige, wie du Leute hier wieder retzen kannst, wenn du dich hinten rausstellst und halt einen Heiler Mars Retz machst, da kriegst du die Leute. Oder beziehungsweise hier auch, ne? Aber du kannst sie nicht targeten, was echt blöd ist. Das sieht gut aus, vielleicht kriegen wir das trotzdem, ne? Hab den Heiler vielleicht doch unterschätzt. Am Anfang sah es irgendwie nicht gut aus bei dem einen Mob, ne? Aber jetzt kann ich nicht mehr motzen. Habe ich mir vielleicht Unrecht getan. Der halt allein vom Live, ne? Der hat halt wesentlich weniger Gear als alle anderen. Ich dachte, er kennt vielleicht auch die Ini nicht. Wahrscheinlich muss nun 24, 25 Keys spielen, um wieder das Feeling von dem 20er vor dem Nerf zu haben. Ja, wahrscheinlich, aber das brauche ich ja nicht. Ich will nur meine Heldentat haben, alles andere ist mir ja wurscht. So, jetzt haben wir nur noch den Endboss. Das wird sogar eine Double Chess, oder? Endboss kann eigentlich nichts. Eigentlich. Ich will es jetzt nicht verschreien, ne? Es wäre gut, wenn wir das schaffen würden. Dann hätte ich nur noch unteres Karazhan, mein Lieblingsteil. Mein absoluter Lieblingsteil, unteres Karazhan. Also, jetzt haben wir beide gekickt. Perfekt. Durch den Feuer-Debuff. Uns verfolgt auch noch mich. Ach, come on. Ich dachte, das Tank kriege ich nicht ab. Das ist ja richtig behindert. Also, ich spare mir jetzt extra mal meine Inka. Achso, warte mal, es war sein Strahl. Ich dachte, der macht sein Portal. Jetzt macht er sein Portal. Ja, gut, vielleicht war das jetzt halbwegs verkackt. Ich dachte, der Strahl war schon das Portal, ne? Weil er relativ low schon war. Aber da habe ich mir anscheinend ein wenig verschaut. Ich habe alle meine Movement Speed Sachen auf CD. Das Problem ist... ich muss jetzt an den Boss ran, sonst hittet der irgendwen anders. Das war... ich bin zu spät ins Portal rein. Die anderen waren schon dran. Sehe ich wieder den Debuff drauf. Displayt er mir den? Nee. Gleich für die Ads spare ich meine Inka auf. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich am Anfang ziehen können. Jetzt kicken wir es mal hier. Okay, das ist definitiv... einfach gar keinen Schaden gemacht. Vielleicht hätte ich meine CDs doch nicht hier alles saven sollen. Jetzt habe ich mein Raw. Oh, der Heiler ist tot. Das habe ich jetzt zu spät gesehen, aber es sollte fein sein. Ich kann mich easy mit Inka gegenheilen. Ist doch gut, dass ich es nicht gezogen habe. Ich kann ihn jetzt leider nicht mehr retzen, ne, weil ich jetzt schon durchs Portal bin. Aber das sollte bei so vielen Ads gar kein Stress sein. Kriege ich überhaupt keinen Schaden. Am besten töten die Ads nicht, dann kann ich nicht nämlich gegenhalten. Okay, die haben die Ads einfach weggerödelt. Ja, gut. Wahrscheinlich ist der Boss vorher tot, oder? Ne, jetzt macht er seinen Strahl. Okay, das war ja mal. Ist ja mittlerweile komplett free. Leute waren echt ein bisschen undergeared und wir sind ja trotzdem durchgepaced. Gut, ein paar Tode hatten wir, ne? Aber wegen den Skips... kriegen natürlich wieder keinen Loot. Perfekt. Naja, war doch ein schöner Run. Easy. Jetzt fehlt mir nur noch ein Key auf 20. Und zwar unteres Karazhan, mein absoluter Lieblingskey. Ich sag's euch.
Mein absoluter Lieblingskey. Ja gut, das war's für den Key zumindest schon mal.